Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, das letzte Rennen in Phoenix war nicht so gut. Was heißt nicht so gut? Wir konnten uns einen Punkt sichern, aber das war ja ein ziemlich kurioses Rennen am Schluss durch die Safety Car Phase. So, Lefkow macht Pole Position, Boxenkuh. Nicht ganz an den Rekord angekommen, aber trotzdem in Ordnung. So, welcher Fahrer ist Betz? Oh, das ist Becker. Definitiv ist Becker der bessere Fahrer. Okay, Boxenmannschaft. Da es nächste Saison wieder Tankstops gibt, müssen wir immer noch gucken nach einem, der tanken kann. Aber da haben wir eigentlich genügend. Reparaturen haben wir auch ein. Zwei sogar. Aber ich würde gerne mal zwei Boxenteams immer noch haben. Also das bleibt so. 1, 2, plus 4 macht 6, 7 Leute mit tanken. 7 Leute mit tanken. Also muss ich vorne den mit Reparaturen noch bestücken. Also muss ich definitiv tauschen. Jetzt muss ich gucken, dass ich einen hier austausche. Den Tinker nehme ich mal. Der hat mittlerweile relativ wenig Prozent. Dann kommt er hier rein. Der hat auch 20% bei Reifenwechsel. Dann, okay, passt. 60% ist eigentlich das, wo ich sagen würde, ich wechsle schon. Ja, du bist ziemlich nah, das heißt, wir wechseln dich auch mal aus. Gegen dich hier unten. Der Rest kann jetzt mal gucken. Oh, eigentlich ein guter Mitarbeiter hier. Der kann eigentlich alles und ein bisschen alles. Bis auf Wagenheber vorne. Okay, dann stellen wir noch einen. Das ist dann der letzte, den wir einstellen. Das heißt, wir haben jetzt hier 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Stück. Ja, 12 Stück sind eigentlich eine gute. 15 können wir insgesamt haben. Aber 12 Stück sind eigentlich in Ordnung. Obwohl manche halt nur zum Beispiel nur für Wagenheben da sind. Das ist dann nicht so gut. Aber er ist einer der Besten, ne? Also der kann wirklich fast alles, bis auf Wagen hier vorne. Das kann er ein bisschen besser als manch andere sogar. So, wir klicken weiter. Damit ist der Frontflügel schon gebaut. Ist noch nicht gebaut, Moment. Ja, schöne Nachricht. Ich würde gerne... Danke sehr. Jetzt ist der Frontflügel fertig. Episch. Können wir den schon einbauen sogar? Schaffen wir das noch den... 17 Tage, auch 17 Tage sollte eigentlich locker... möglich sein. Dann die Leistung erhöhen. Ganz klar. Oh, Leistung wären 9 Tage. 14 Tage. Kann ich so ein bisschen die Mittelvariante nehmen? Obwohl 14 Tage, dann geht er direkt auf die Entwicklung. So, wir haben noch Aufhängung, Bremsen und Getriebe. Wo sieht's aus? Da sind wir 5. Da sind wir 5. Und bei Aufhängung sind wir 4. Also brauchen die Aufhängung erst ganz zum Schluss zu machen. 5 Tage. Dann würde ich eher sagen, machen wir die Bremse kurz mal. Das ist so ein Ding, was relativ zügig gehen sollte. So, dann haben wir da mal 1652 Punkte. Ja, danach haben wir 35 Punkte plus. 12 Tage vorher, passt eigentlich super. Und auch ziemlich schnell fertig. Sponsor. Unsere Hauptsponsoren sind mittlerweile wieder weg. 1 Million. Eigentlich schlecht, wenn wir natürlich 7. werden, heißt das. So, da sind die Arbeiten schon fertig mit der, mit dem. Schon mal sehr schön, können wir direkt den nächste Bremse bauen. Was kommen wir dann? 40! Oh, das passt ja. 40 gefällt mir, haben wir dann 1687, plus dann die 40, wären wir dann bei über 1700. Und da müssen wir schauen, wie es zeitlich passt. Und die Bremse wird natürlich auch gerne noch einbauen. 3 Tage vorher, ja, passt auch super noch rein. Okay, die Leistung müssten wir natürlich irgendwo, wenn es geht, noch überall auf Maximum bringen. Aber okay, hier haben wir Maximum. Frontflügel sind wir dran. Bremse bauen wir noch aus. Also sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Okay, wäre die Fabrik jetzt komplett fertig, dann wäre es was anderes. So, hier 10. Platz, natürlich super. Wenn wir 10. werden. 1 Million. Da wir im Qualifying meistens nicht 10. werden, kriegen wir 200.000 meistens nur. Wenn wir es im Rennen auch schaffen, auf Platz 10 zu fahren. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Million plus die 600.000, weil es kann natürlich vorkommen, dass wir mal 7. werden. Ansonsten haben wir immer noch die Millionen, die wir als Vorzahlung haben.
So, was haben wir hier? 1 Million, wenn wir Dritter werden. Okay, mal schauen, wie es dann aussieht. Alltagsreifen. Oh, da bin ich mal gespannt. Dann kriegen wir nächste Saison normal noch günstigere Reifen, als wir jetzt schon haben. Die wollen die immer langsamer machen. Okay, Sponsoren haben wir bisher keine gute. Fehlt, okay, fehlt noch einer. So, Abstimmung. Und 2 Sponsoren. 1,5 Millionen. Ja, ob ich jetzt da Dritter werden, 1,3 Millionen bekomme oder hier 1,2 Millionen. Dritter wird ziemlich schwierig. Nehmen wir mal 1,5 Millionen. Wir sind im Plus. Also mit Geld uns keiner was vor. Wir kriegen 1 Million pro Rennen. Und sind schon auf der höchsten Stufe mit Geld aus, für nächste Saison anzulegen. Also nächste Saison könnten wir unser Hauptquartier gut ausbauen. Ja, wir müssen aufpassen auf unseren Job. Politisch ist vorteilhaft für mit niedrigem Budget. Also ich enthalte mich einfach mal. Ist mir eigentlich Schnuppe. Die sagen zwar, wir hätten kein Geld, aber wir haben eigentlich massig Geld. Direkt zur Abstimmung. Dagegen, dafür, dagegen, 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 dafür, dagegen. Doch, ist abgelehnt. Es bleiben mal Reifen. Also kommt diese Saison noch eine Abstimmung für nur Nutzung von virtuellen, vom echten Safety. Kein virtuelles Safety. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn wir es auch hinkriegen, dass die Boxengasse 100 km/h ist, dann wäre das mal super. Wo wollte ich jetzt mal nachgucken? Ja, die Regel für die nächste Saison können wir hier gucken. Also da gibt es insgesamt dann nur Nachtanken als nächste Saison. Qualifying haben wir versucht zu ändern, aber wollten sie nicht. Ja, kann man nichts ändern. So, wir sind insgesamt noch 8 Punkte hinter Kitano. Dann, das will ich auch irgendwie schaffen, wenn es geht. Dass wir noch mindestens wirklich Vierter werden. So, die Arbeiten sind abgeschlossen. Das heißt, wir können auch die Bremse einbauen. Das ist natürlich noch besser wieder. Die ist noch nicht fertig. So. Dann noch eine Bremse. Mit 40. Hätten wir danach noch eine 50er Bremse. Also Bremsen sind richtig stark. Diese Saison noch am Ende. Die werden wir vermutlich nicht mehr fertig kriegen. Das wäre ein Wunder, wenn wir die noch fertig kriegen würden vom Rennen. 5 Tage. Mal schauen, wie weit wir da noch kommen. Also nur Möglichkeit haben, da auf, keine Ahnung, 80% zu kommen. Obwohl, das nur in 2 Tagen. Glaube ich eher nicht, dass wir das geschafft haben. Wir haben 75%. Ja, aber nee, lassen wir lieber mal für das eine Rennen noch ein bisschen hinterherfahren. So. Frontflügel haben jetzt beide komplett. Die stärksten. Getriebe haben wir noch ganz gebaut. Heckflügel haben alle den stärksten. Oder zumindest Becker den stärksten. Und Radmanovic nur den zweitstärksten. Und du kriegst den und dafür kriegst du den. Also beide kriegen mal eine Verstärkung in ihrem Wagen. Auch neue Aufteilung. Okay, Verzögerung ist der Wagen vom Becker besser. Das ist klar. Beschleunigung auch. Motor sind beide gleich. Das irritiert mich jetzt, warum beide... Okay, das könnte ein bisschen mehr sein. Aber beide sind ungefähr gleich. Dann höheres Tempo ist auch wieder Becker. Aufhängung. Gerade da ist... Beckers Auto ziemlich weit... Oh ja, der ist ziemlich weit vorne. Warum ist der so weit vorne, der von dem? Aber okay. So, wir versuchen natürlich Siebter zu werden. Mit 1,8 Millionen, 1,7 Millionen, das wäre schon nice. So. Beschleunigung, Verzögerung und... Okay, dann weiß ich, wenn ich da ein bisschen weniger abbaue an Leistung. So, 8, 4, 3. Das ist eigentlich immer die gleiche Aufstellung, die wir dann haben. Was eigentlich, habe ich mittlerweile gemerkt, ist eine gute Aufstellung, um die in die Saison zu gehen. So, und dann geht es nach Singapur. Natürlich darf man nicht vergessen, ich darf nur Radmanovic und Brettwig fahren lassen, damit wir halt die Paydriver-Kosten von Brettwig bekommen. Bin mal gespannt, ob wir noch irgendwie wirklich die viertstärkste Mannschaft sind von... dem Team, also dass wir es irgendwie wirklich schaffen, das Kitano dauerhaft zum Ende bis zum Ende der Saison hinter uns zu lassen. Wäre natürlich nicht schlecht. Aber so ein Fight bis zum letzten Rennen wäre auch natürlich nicht schlecht wegen der Spannung. Obwohl, Spannung brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, Katmanovic und Brettwig.
Beide kriegen natürlich ihr Setup, die eigentlich schon fast von jeder Strecke mindestens eins habe. Auch wenn sie meistens immer noch nicht so top sind. Im Training gleich natürlich wieder vorspulen auf 20 auf 12. Damit wir da relativ zügig durch sind mit dem Training. Können natürlich auch simulieren, aber nein, das mache ich nicht. So, bitte beide rausfahren. Da muss ich natürlich auf die Zeit da gleich achten. Dass wir rechtzeitig diesen Wechsel auf Qualifying drin machen. Den habe ich schon mal öfters verpeilt. Das weiß ich mittlerweile. So, jetzt geht's in 2D. Und voll Kohle. Auf aktuelles Wissen achten. Und ein bisschen ja, Gas geben sollen sie auch mal. Obwohl auf der Strecke die Reifen sowieso warm werden. Ja, ich weiß, dass das Setup gut ist eigentlich. 3 Sekunden. Boah. Ja. Ich habe eine kleine Änderung gemacht in der Einstellung. Und zwar habe ich jetzt die Einblendung, wenn irgendwas eingeblendet kommt, paar wirklich nur für eine Sekunde. Und nicht mehr für, wie gesagt, glaube ich, 3 Sekunden war es vorher oder 4 Sekunden war es vorher, die Einstellung, wie lang es eingeblendet ist. Fand ich dementsprechend ein bisschen zu lang und habe ich das runtergestellt. Oh, von den Zeiten her sind wir gut dabei. Muss ich zugeben, mal. Also 2,6 Sekunden hätte ich jetzt so nicht erwartet eigentlich. Aber okay. Sieht's aus? Ja, die 15% schaffen wir. Das heißt, wir können dann noch ungefähr 7 Minuten in Qualifying. Oh, die haben alle... okay, die fahren die ganze Zeit ein bisschen mehr mit Dampf. Aber okay, das ist halt so. So, normalerweise müssten sie beides packen. Ja, kommen beide rein. Okay, Fahrverhalten ist nicht gut. Aber Frontflügel und Geschwindigkeit, die wäre gut, wenn sie so bleiben würde. Wir testen mal ein härteres Fahrzeug. Ich habe ja noch meine eigenen anderen separaten Einstellungen, die ich immer noch in Betracht ziehen kann. Eigentlich 50 sollte es eigentlich ziemlich gut sein, aber okay. Ach man, wieso vertippe ich mich immer, was das angeht? So, mehr. Okay, dann haben wir Qualitrim. 3 Runden mit den Softreifen. Dann gehen wir jetzt mal auf Stufe 2. Er hat nur hervorragend. Okay, ist aber auch in Ordnung. Nur die Steifigkeit müssen wir noch ein bisschen erhöhen. Wir machen jetzt auch mal ein bisschen härter das Fahrzeug. Und wir geben dem Mann noch ein bisschen mehr Beschleunigung. Wenn das jetzt nicht passt, dann wissen wir, dass wir ein bisschen mehr Gas geben sollen. Das war so eine Taktik von mir mittlerweile. So, Stufe... ja, 12. Nur erstmal aggressiv fahren, damit wir halt keine Spritprobleme kriegen. So, jetzt können wir Gas geben. Falls wir überhaupt schaffen. Also 5% sollte eigentlich drin sein. Leute, die aufhängen hier. Aufhängen soll etwas steifer machen. Okay. So, kommt gleich in die Boxen, dass wir gucken, dass wir irgendwie. Ja, ich glaube, das schaffen sie nicht mehr. Aber okay. Ist schlecht geworden. Geschwindigkeit auch schlecht geworden. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr Gas geben bei Radmanovic. Und wir wissen, dass wir jetzt die. Okay, das könnte ein bisschen viel gewesen sein, ne? Wir machen sie mal ein bisschen weicher natürlich mal, die. Das Setup. Und es ist trocken. Kommt Regen. Ja, es kommt Frühregen. Okay. Gewichtsreduzierung. So, kritisch. Alle kritischen gehen nur auf 85. Und der Rest geht dann auf 80 runter. Das sollte eigentlich wieder... das war ein bisschen zu viel. So, 80. Weil 80 ist eigentlich was, was deutlich durchhält. So, anpassen auf alle Fahrzeuge. So, also hier haben wir 210 und hier haben wir 315 Leistung. Also gar nicht mal so übel. So, wir nehmen diese weichen Reifen. Oh, wir nehmen diese sehr weichen Reifen. Die haben wir ja auch. Dann nutzen die sich weniger ab halt für Bäcker. Und hier haben wir ja weiche Reifen mit Quali drin. Okay. Das war besser. Das heißt, wir werden mal ein bisschen weicher noch werden.
Und dafür aber einen Tick. Oh, das war ein Tick zu schnell. Ah. Okay. Wir kommen der Sache wieder näher. So, sollte eigentlich. Es könnte natürlich auch wieder viel zu viel sein, das wir jetzt darauf gepackt haben. Da waren wir. Ne, da waren wir in der Mitte. Okay, dann passt das doch. Sollte eigentlich jetzt. Zur Not eigentlich mindestens gut sein. So, wir packen hier auch ein bisschen Weich drauf. Also nicht mehr so viel wie beim anderen, aber. Und die Geschwindigkeit ein bisschen mehr. So. Natürlich nehmen wir auch wieder die weichen Reifen. Und warten natürlich dann, bis der Regen aufgehört hat. Ja, solange wir nicht rausfahren, können wir auch so 12% machen. Also es kann ja auf jeden Fall jetzt Überraschungen geben, wenn der Regen immer so früh kommt. Ich weiß, es ist noch keine Runde gefahren seid. Ihr seid noch in der Boxengasse. Das weiß ich nur zu gut. Warum sollen wir jetzt Intermediate schon kaputt fahren? Falls es im Rennen regnet, man weiß es ja nie. Fahren wir so, ja. So langsam könnten wir rausfahren. Strecke ist zwar noch leicht nass, aber gegebenenfalls können wir halt zwei Versuche starten, falls wir es nicht schaffen. Was ich bei Radmanovic auf jeden Fall glaube. Dass der das im ersten Moment jetzt noch nicht schafft. Wie so meistens, also. So, ich bin mal gespannt. Becker sollte eigentlich zumindest mal ins Q2 kommen. Gerade vor allem dadurch, dass die Strecke für die meisten noch trocken war, nass war. Mit Trockenreifen. Man sieht hier, wer alles gut raus schon wäre. Oh. Okay, heißt noch nichts, aber. Das ist mal interessant, ne? Also normalerweise sind die Intermediates relativ nah bei uns. Also die sind meistens sogar ab und zu mal schneller gewesen. Okay, wir haben Kwee und Hamilton. De Graaf kommt dann mit einer besseren Zeit. Also Radmanovic auf jeden Fall. Becker könnten wir eigentlich sogar in der Box jetzt warten lassen. So, Regen kommt keiner. Wir schicken dich nochmal raus. Du bist jetzt Zehnter. Ist jetzt mal eine Sicherheitsmaßnahme. Ja, viele fahren raus. Ui, das ist zu schnell. Ja, Becker, der dort eigentlich. Da ist nur Surikov. Relativ nah sind wir eigentlich. Das wundert mich gerade. Finde ich gar nicht mal so übel. Okay, jetzt kommen natürlich auch die Top-Teams, die noch Zeiten setzen können. Also Radmanovic ist zur Zeit draußen, auf jeden Fall. Wenn die ganzen Top-Teams ihre Zeit gefahren sind. Becker rutscht auch runter auf Platz 11. Und Radmanovic verbessert sich nicht, obwohl die Strecke mehr trocken ist. Also das ist, der Fahrer ist mir mittlerweile komisch. Also kann sich nicht verbessern und damit ist er auch wieder raus. Also oh, Kalamanchanti raus. Das, ist mal ein, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Platz 11, natürlich ein ziemlich geiles Ergebnis, muss ich zugeben. Fürs Rennen natürlich ziemlich gut.